Hallo, mein Name ist Olga Kusanovic. Ich bin gebürtige Wienerin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und in die Schule gegangen, habe aber nach wie vor einen serbischen Pass, weil meine Eltern beide aus Serbien kommen. Ich befinde mich jetzt seit über einem Jahr in diesem Einbürgerungsverfahren in Österreich und sehe da eher schwarz als weiß für die Zukunft, weiß auch aber gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, weil die Kommunikation mit der MA35 auch leider nicht die beste ist. Man bekommt irgendwie alle 2, 3 Monate mal eine E-Mail mit neuen Forderungen, die man nachzureichen hat, zugeschickt. Ansonsten eher wenig Information. Jedenfalls ist das große Thema in meinem Fall, dass ich in Deutschland studiert habe. Das heißt, ich bin für ein Studium für eine Zeit lang nach Hamburg gezogen und habe dort meinen Bachelorabschluss gemacht. Und das wird mir jetzt zum großen Verhängnis in Sachen Einbürgerung in Österreich. Was ich persönlich als sehr absurd empfinde, da ich hier geboren bin, mein Lebensmittelpunkt trotzdem immer hier war, meine Familie hier wohnt, meine Freunde hier sind und ich hier auch maturiert habe und so weiter. Ja, ich arbeite hier. Ich bin im Moment eigentlich, wenn man es streng genommen sieht, Angestellte des öffentlichen Dienstes. Ich arbeite in einer öffentlichen Schule und unterrichte. Nebenbei arbeite ich auch noch im Burgtheater und bei verschiedenen Filmproduktionen. Und das erzähle ich auch deswegen, weil es ein bisschen die Absurdität unterstreicht, die mir bei der Antragstellung in der IMA35 widerfahren ist. Und zwar hat dort die Sachbearbeiterin zu mir gesagt, ja, mein Fall sei sehr, sehr, sehr schwierig und das Problem wäre, dass sie überprüfen müssen, ob ich denn überhaupt integrierbar sei. Und mit diesen Worten bin ich da raus und war wirklich sehr vor den Kopf gestoßen und habe mich ein bisschen wie im falschen Film gefühlt. Und ich bin mir sicher, dass sich sehr, sehr viele andere hier geborene Wienerinnen und Wiener ähnlich fühlen, wenn sie so etwas erfahren, weil das einfach für uns unvorstellbar ist, dass jemand anderer uns als Fremde sieht und wir uns hier aber zu Hause fühlen und hier aufgewachsen sind.